So, jetzt bin ich wieder da. Sorry für die kurze kleine Unterbrechung. Wir rücken ja jetzt einfach mal von allen Seiten praktisch vor. So. Unsere Artillerie feuert, was das Zeug hält. Also, ich verspreche euch, ab sofort werde ich nicht mehr hier diese blöde Dings anwenden. Aber die Kameraeinstellung behalte ich, glaube ich, bei, weil da kann man so geil nah ranzoomen. Das ist dann schon. Ganz praktisch. So, wir werden jetzt hier mal Stück für Stück die Artillerie ausschalten von hinten. Ziehen die gerade mal weg hier. Und den General ein bisschen mehr in den Schutzstellung. Boah, die haben sich aber gut versteckt, meine Güte. So. So, die treffen jetzt schon praktisch. Würde ich sagen, packen wir die ein Stückchen nach vorne. So, erste Artillerie ist weg. Jetzt richten wir uns aber auch schnell wieder andere Artillerie zu, weil die beschießen es, glaube ich, gerade eben. Nee. Aber irgendwas hat den Schiss gemacht. Tada! Ja, ich würde sagen, das lief perfekt. Die wurden jetzt volle Kanne über den Haufen geschossen. Jetzt müssen wir nur weiter vorrücken. So. Jetzt haben wir die jetzt eine Gruppe. Und kümmern uns mal noch um die Artillerie. Die müssen wir jetzt noch ein bisschen zurückziehen. Jetzt kriegen wir gleich Stress mit der ganzen Infanterie, die hier gerade rüber latscht. So, mit der machen wir jetzt erstmal eine gescheite Linie hier. So. Nachschub bekommen wir gerade, glaube ich, keinen mehr. Unsere Stellungen feuern hier schön weiter. Sir, unser General wird angegriffen. Was? Ach so, der General, ja, okay. Das ist kein Problem, denke ich mal. Jedenfalls wäre die Haubitze auch kein Problem mehr. So, jetzt nochmal schnell vorrücken und dann können wir die volle Kanne von der Flanke angreifen. Jetzt müssen wir nur noch die hier vorrücken lassen, schnell. So. Und jetzt nehmen wir die richtig schön von zwei Seiten durch. Perfekt. Ja, das sollte funktionieren. Dann können wir auch noch mit von der Flanke her mit der Kavallerie eingreifen. Ich muss sagen, das wirkt ja fast wie geplant hier. So, und jetzt müssen wir noch relativ schnell dann weg vom Fenster sein. Ja, das ist jetzt. Aber ordentlich. Das sind nicht unsere hier, das sind die vom Feind. Keine Sorge.
Können die schießen oder können sie nicht schießen? Lassen wir die mal auch kurz vorrücken. Dann haben die auch freies Schussfeld. Haha. Das ist ein bisschen doof, die meisten schießen ihn gerade an den Berg ran. Okay, wir lösen jetzt die Gruppe auf. Packen die hier hin. Und die andere Truppe mal hier hin. Ey, was veranstalten die hier denn gerade? Okay, abgewehrt, das ist schon mal gut. Den Rest sollten die auch hinbekommen. Oh, unsere Artillerie, die müssen wir schnellstens mal ausmachen hier. Die bombardiert uns nämlich gleich mit hier. Ja, ich denke, die Kavallerie können wir an die Flanke holen. So, damit flüchten auch die noch. Boah, das fällt rein. Na gut. Da rennt die nächste Horde rein. Da sind auch irgendwelche imperiale Garde oder so. Die haben uns zerstört. Oh je, da fliehen schon welche. Nein, wir rücken jetzt mal schnell vor, damit wir auch die letzten hier erwischen. So. Da haben wir, denke ich, die Schlacht ist wirklich sehr erfolgreich noch gewonnen. Und somit dann jetzt endlich Istanbul mal erobert. Ja, war doch eine sehr schöne Schlacht. Und dann kann man auch wirklich sehr weit rauszoomen mit den Umstellungen in der Datei. Ihr könnt reinschreiben, wenn ihr wissen wollt, wie es geht. Ich kann es euch gerne mal zeigen in einem extra Video. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, woher ich das habe, auf irgendeiner Seite stand es, weil ich den Link leider nicht mehr. Aber das wäre kein Problem. So, und dann nehmen wir auch im Ratzefatz hier mal noch die Hauptstadt ein. Und dann sollten wir eigentlich auch relativ gut im nächsten Part starten können. Und vor allem... Moment mal, warum kann ich hier nicht mehr angreifen? Jetzt, ich dachte gerade schon, dass hier wieder ein Bug unterwegs ist, aber gut. Minus 8, minus 12. Egal, machen wir mal. Ja. Das Osmanische Reich wurde dick weggefetzt. Ich glaube, die nehmen wir mal von den Steuern kurz raus. Vielleicht beruhigt sich dann die Lage dort etwas. Wir haben jetzt noch irgendwie einen neuen Agenten. Ah, egal. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ja. Auf jeden Fall war ganz cool, fand ich. Bis zum nächsten Mal.
Willkommen zurück zu Napoleon Total War mit den Russen in der Great War Modifikation. Hier wird immer noch heftigst rekrutiert. Ich weiß nicht, da oben brauchten wir noch eigentlich Verstärkung. Deswegen würde ich sagen, packen wir doch mal die Truppen hier zusammen. Und laufen mit denen mal hier hoch. Achso, das ist ja der Feind hier. So, dann hätten wir die Verstärkung schon mal. Die ist unterwegs. Die ist auch noch unterwegs. Da haben wir alles Mögliche hier. Und das ändert uns hier richtig böse, wenn wir hier nicht bald wirklich... Na, Sofia können wir jetzt erforschen. Das ist gut. Gut, bekommen wir Kohle. Irgendwo haben wir sie doch gesagt, hätten wir einen neuen. Ja. Ist die Frage. Wo war nochmal? Oder natürlich bei den Türken hier unten. Genau, da kommt einer hin. Hier wird noch repariert. Oh, Maschinengewehre. Boah, von hier aus könnten wir so richtig durchstarten. Aber ich glaube, hier gibt es bald richtig Beef mit der ganzen Bevölkerung. Weil die das ja nicht so toll finden. Egal, warten wir einfach mal ab. Sowas wie einen Priester habe ich jetzt hier auch nicht. Ich weiß nicht, wen könnte man dann mal reinschicken. Wir könnten es einfach mal zum Gelehrten versuchen. Das will ich einfach mal da in die Hauptstadt schicken. Boah, jetzt geht's gegen die Deutschen. Ja gut, da machen wir mal die Schlacht. Verteidigen Ostpreußen. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt drauf. Schlacht von Königsberg. So, so. Jetzt könnten die aber natürlich... Jetzt kommen die hier. Würde ich sagen, klatschen wir uns irgendwo hier drüben hin. Das ist echt doof. Wir haben zwei Artilleries. Die machen wir natürlich ganz hinten hin. Das ist logisch. So, dann nehmen wir die noch dazu. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber mir fällt da jetzt auch nichts anderes ein zu. Als die jetzt hier so hinzupacken. Also den General hier hinten natürlich. Okay, dann kommen die wohl eher doch von da.
Ab in den Wald mit denen. Ja, einmal dahin. Boah, jetzt aber zügig, ey. Nein. So. Weitmöglichst auseinanderziehen, heißt es hier. Ansonsten sind wir alle bald mehr als tot. Ich habe irgendwie das Gefühl, die greifen gerade nicht an. Okay, wir latschen ein paar rum. Wenigstens treffen wir auch ein bisschen was. Da hinten ist eine Auto, da ist eine Auto. Wir können ja mal unsere Kavallerie darüber schicken. Eventuell können wir nachher aber noch was reißen. Lol. Wie kommt denn die hier plötzlich hin? Okay, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommen da von hinten irgendwelche Verstärkungstruppen. Ist natürlich schlecht. Flammenwerfer, alles, alter Schwede. Habt ihr einfach auf Flammenwerfer positioniert? Ich ticke aus, ey. Mann, 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 Mann. Ja, die können trotzdem darüber marschieren, ne? Das schafft hier meine letzte Einheit noch. Ja, schaffen die. Es sind ja noch 42 Mann. Ich würde es aber trotzdem vorschlagen. Dass wir einfach mal auf sehr breiter Front hier vorgehen. Stopp. Boah, jetzt kommen die ständig von hinten, oder was? Ich glaube, es hackt. Jetzt kommt es von zwei Fronten, ey. Mann, ey. Wieder Flammenwerfer und mit Gaspistolen, alter Schwede. Aber die überleben nicht lange, die sterben jetzt mal direkt. Ja, sehr gut so. Und die haben sie jetzt da irgendwo versteckt, ne? Ja, Mist. Egal, wir rücken jetzt vor. Kostet es, was es wolle.
Die haben sie jetzt da drin versteckt, das heißt, ich sehe die nicht mehr. Das ist echt mies. Verluste haben wir auch schon überall gemacht. Wird jetzt vielleicht nicht so die heroische Schlacht, wie wir es uns gedacht haben. Oh Mann. Schießen auf die Hinteren. Ja, irgendwie ein bisschen. Aber die Bomben da erwischen uns auch heftig irgendwie. So, jetzt mal schnell umdrehen, bitte. Hallo? Ja gut, die drehen sie um. Mann, 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 Mann. So, wir stellen es hier auf, so. Und die hier von der Flanke noch. Die werden jetzt schön die Artillerie noch zernehmen da hinten. Ach, das ist jetzt eine Reserveeinheit, die wir hier zugestellt bekommen haben. Ja, aber schaffen die das jetzt hier, noch ein paar wegzuholen, oder? Weil die stehen hier die ganze Zeit so. Und so. Weiß man nicht so genau. Die sind auch hart dezimiert hier. Ja, dann fehlt ja einfach die Einheit hier drüben, ne? Aber jeder hat was zum Schießen, oder? Ja. Das ist ja schon mal wichtig. Aber wir sind bisher irgendwie nicht so richtig geschlossen, glaube ich. So, was machen die? Nächste nächste Artillerie vornehmen. Mann, 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 Mann. Das wird hier richtig knapp noch. Auch wenn es nur noch wenige sind, die schießen uns halt von hinten rein, ne? So. Müssen wir jetzt mal ein paar erwischen hier. Ja, rennt den nur in die Arme. Und voll in Lauf rein. Jawohl. Ja gut, dann haben wir doch jetzt einigermaßen gut überstanden die ganze Sache. Jetzt hauen wir die Artillerie noch da hinten rein. So. Haben wir noch ein paar Artillerie? Okay, das sind 81. Wir haben 69. Und wer gewinnt? Ja, wir nicht. Egal, Hauptsache wir halten die auf. Ne, ist nicht egal. Ich glaube, wir ziehen die Kavallerie doch dann noch zurück. Ja, wir rücken jetzt einfach mal komplett vor. Unsere Männer fliehen, Sir. Nur der Teil, der soll sich darum kümmern.
Ja, die Artillerie kann aber da hinten reinballern. Also Artillerie ist wirklich Bestandteil dieses Spiels. Ohne die haben wir echt schlechte Chancen. Ja, hallo, ihr sollt die abknallen. Klappt irgendwie nicht so ganz. Doch, jetzt. Sehr gut, die sind weg. Jetzt noch kurz die letzte Artillerie der Deutschen, die hier irgendwie noch steht und steht und steht und steht. Man wohl nicht gemerkt hat, dass sich die komplette Armee ihrer Leute zurückzieht und flüchtet. Und die Russen hier ordentlich verrückten, ne? So. Jetzt nochmal einfach. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, die erwischt. Ein glorreicher Sieg, Sir. Bald Ihnen.